und willkommen zurück zu... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du Wichser, was kann ich denn dafür? Bist du schwer behindert oder so? Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieses arme Pferd, ne? Hat er erstmal das arme Pferd kaputt. Dieses dumme Schwein. Und schießt dann auf uns, genau, also... So, und dann nochmal herzlich willkommen zu Far Cry 6. Ja, dieser Start war mal wieder super gewesen. Okay, da wollen wir mal. Wir wollten ja hier hinten zu diesen, was auch immer das ist, wir wollten das ja befreien. Offizier, dein Rang wird dich nicht beschützen. Hey. Wie steht sich so im Wasser? Was weißt du? Dani, Castillos Leute haben einen weiteren Kontrollpunkt errichtet. Warum stattest du ihnen nicht einen Besuch ab und zeigst ihnen, was Freiheit bedeutet? Sehr nett von dir. Okay. Soll das der hier sein? Den haben wir doch gerade befreit. Ja, den haben wir doch. Oder will der mich einfach bloß verarschen, der Typ? Na doch, jetzt. Achso, der ist wieder da oben. Achso, na, siehst du, das ist schon wieder ein anderes Gebiet. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Oh. Ja, und was ist das? Was passiert da jetzt? Soll mich das jetzt beeindrucken oder was ist denn das jetzt hier? Adios, Verstärkung. Oh Gott. Ich muss mir das mal mit den jedes Mal regelmäßig nachladen abgewöhnen. Ja, genau jetzt gerade da. Hier muss ich vorsichtig sein.
Was denn, nur ausschwärmen oder umsingen? Ich saß auch gerade noch und lade gleich wieder nach, ne? Pausenclown. Kaffeefabrik. Sehr schön. Sehr schön, wenn so ein Radio unkaputtbar ist. Ich denke, das hilft dir weiter. Was hast du für mich? Wir haben eine Überraschung für dich, Danny. Eine Flugabwehranlage, bereit zum Abriss. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Hey, danke. Hey, danke. Auch wieder da oben am Arsch der Welt. Haben wir denn jetzt überhaupt noch wirklich was? Nee, hä? Doch, da oben das. Ja, und so dann die ganzen Kleinen und die ganzen Chats oder. Ich würde meinen, wir machen erstmal so jetzt den ganzen Müll hier. Den ganzen Müll und das hier oben. So, die haben wir ja sowieso. Die Vorräte haben wir sowieso gesagt, die wollen wir nicht haben. Und die Schätze machen wir dann noch. Diese Guerilleros könnten Hilfe brauchen. Ja, die könnten irgendwie immer Hilfe gebrauchen. Flammenwerfer. Stirb doch! Still, Sie müssen noch hier sein. Ich glaube, so Nachladen geht um einiges leichter, ne? Schön, wie die erstmal da drinnen sitzen bleibt in dem brennenden Auto. Der bleibt einfach erstmal eiskalt in dem brennenden Auto sitzen. Wie geil ist das denn? Sorry. Coño. Aber wir helfen doch da, wo wir können, gell?
da ist doch schon wieder eine Mission, sehe ich gerade. Wo ist er? Da hinten. Ich habe ein paar Infos für dich. Was weißt du? Die beste Art, Vorräte aufzustocken? Nimm sie von deinen Gegnern. Bald gibt es einen Abwurf und wenn wir schnell genug sind, gehört er uns. Danke sehr. Danke sehr. Umspannwerk, okay. Ein Umspannerungswerk. Und hier vorne ist bestimmt wieder eine Mission für uns. Na, gucke doch, klar. Wäre ja schlimm, wenn hier keine da gewesen wäre. Hola, Guerilla. Was hast du für mich? Die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet, um Parias zu schnappen. Hola. Kümmere dich darum, bevor ihnen jemand in die Hände fällt. Das weiß ich zu schätzen. Hab schon viel von dir gehört, Brachas. Soll das wieder der Kontrollpunkt hier sein, oder was? Ja, ich habe sie vor zwei Wochen. Okay, nee, das ist auch bloß wieder da oben. Ich sollte die Kamera da zerstören. Sollten wir das machen? Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Wo ist da drinnen die scheiß Alarmanlage? Scheiße. No permitimos intrusos. Seht euch mal um. Genau, ach, leck mich. Ein Schlüssel. Ja, genau das wollte ich ja jetzt. Genau, dass das jetzt passiert. Ey, leck mich doch.
Mir das scheißegal. Ja, ja, du bist tot, bla bla bla. Quatsch, dein Klo voll. Selbst hätte ihn gepunkt. Wo wär denn? Genau, wo ich jetzt mal selber ihn gepunkt hätte, habe ich natürlich keinen dabei. Ach, ey, leck mich doch am Arsch. Na, hä? Kann ich denn nicht ran? Du Arschloch! Du scheiß dreckiger Panzer, du kleiner Mieser, du Elender. Easy. Schade, jetzt haben wir wenigstens. Naja, jetzt haben wir halt. Naja. Jetzt haben wir leider Alarm ausgelöst. Das war halt wieder nicht meine Absicht, Mann. Weil ich aber diesen einen Vogel da unten auch nicht getroffen habe. Ich habe sechsmal den Kopf geschossen und der stirbt einfach nicht. Ja, manchmal ist es halt wirklich schlimm. Manchmal bist du eigentlich auf den ihren Kopf drauf und triffst ihn nicht. Und manchmal... Naja, egal. Manchmal triffst du, manchmal triffst du halt nicht. Hola. Que vuelta. Die Soldaten bestimmt irgendwem geklaut. Der Handschuh von Freddys Papa. Gornio. Ziemlich abgenutzt. Hi. Sag mir, was du weißt. Hey, Danny. Die Soldaten haben in der Nähe einen Kontrollpunkt errichtet. Eroberst du ihn, bringt das Yara einen Schritt weiter Richtung Freiheit. Sehr nett von dir.
Wieder da oben. Ich bin nicht nah genug an der Straße. Was ist das hier? Das ist wohl keine Straße. Ich brauche eine Karre. Genau, naja, was heißt, ich brauche eine Karre? Ich brauche eigentlich bloß Munition. Ja, okay, doch, wir könnten schon da... Pass gut drauf auf, mich, Rito. Danke dir. Wir könnten ja schon bis da runterfahren, gell? Da müssen wir nicht den ganzen... die, ja, 1000 Kilometer laufen. Wow, was war das denn jetzt, Aber wirklich, gell, wenn man mal keinen Panzer dabei hat, ne? Dann löst man Alarm aus und dann kommen sie mit Panzern und allem drum und dran. Das ist komischerweise immer so. Die Guerilleros da könnten Unterstützung gebrauchen. Genau, jetzt wo schießen wir, fliegst du auf einmal weiter. Volltrottel. Alter, warum ruckelt das gerade wieder so? Okay, pass bloß auf, Dani. Schön, wie er fliegen kann. Dankeschön. Jammer doch nicht immer rum, was ist denn los mit dir? Sehr schön, so, da haben wir das und das, ja. Da holen wir uns noch den kleinen Scheißer da hinten. Okay, schade, die anderen zwei werden wir wohl nicht mehr schaffen.
Schade, schade, schade. Aber wir haben eigentlich auch so gut wie alles schon geschafft. Und da können wir uns dann immer wieder, wenn wir so dieses nebenbei machen, können wir uns immer wieder... Das ist eigentlich, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich wollte eigentlich immer eine Mission machen und dann nebenbei. Jetzt habe ich wieder so... Ich habe viel Gutes über dich gehört. Halt doch mal deine Klappe. Kebola. Hast du kurz Zeit? Ich habe eine Flugabwehranlage, um die du dich kümmern musst. Sie ist auf deiner Karte markiert. Hey, danke. Ich habe halt jetzt wieder diesen Mist gemacht, den ich eigentlich halt nicht machen wollte. Ich wollte halt eigentlich immer so Hauptstory ein bisschen was machen und dann so nebenbei noch was. Aber ich kümmere mich gerade wieder nur um dieses Nebenbei und mache nichts von der Hauptstory. Und das ist das, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber ich bin schon wieder in diesen Scheißtrott reingefallen. Oder verfallen, dass ich das wieder so mache. Immer erst so diese Nebensache alles und dann immer so Hauptstory weiter. Das ist halt, wir machen das ab nächster Folge, machen wir das wieder so. Das ist wirklich, wie gesagt, wieder... Yo, what the fuck, das sehe ich alles. Dann machen wir das wieder so. Und mal wirklich so ein bisschen von der Hauptstory weitermachen und dann immer nebenbei noch ein bisschen was sonst. Das ist halt... Gut, hier muss ich wirklich sagen, hier war es halt auch wirklich doof mit Panzern und mit Fahrzeugen. Ich meine, wenn du wirklich einmal in einem Fahrzeug wie in einem Panzer oder so sitzen tust, bist du froh, dass du nicht dich wieder irgendwo Schnellreise hinmachen musst und musst wieder Kilometer irgendwo hinfahren. Deswegen habe ich hier das halt auch so gemacht, weil das hier wirklich extrem schwer gewesen ist, ne? Die Guerilleros scheinen Verstärkung zu brauchen. Da muss ich wirklich zugeben, also das fand ich hier wirklich selber extrem nervig. Weil hier hat man zum Beispiel wirklich nichts irgendwo, wo man mal hier irgendwo ein Auto herkriegt, ne? Da muss man wirklich, keine Ahnung, wo müsste man jetzt hin? Hier hinter. Oder hierher zum Beispiel. Und immer mit irgendwelchen Panzern oder so zu irgendeiner Mission ist halt auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Weil du sowieso am Ende irgendwo stehen lassen musst. Vorsicht, Flammenwerfer. Das ist halt am Ende das Problem. Du musst ihn sowieso irgendwo stehen lassen. Hier ist es gefährlich. Was geht denn bei dir? Was hast denn du für Anfälle? Ja.
Scheiße! Er hat... Wieso hat er eine Stinks genommen? Im Fallschirm. Dankeschön, mein Herzblatt. Danke sehr. Okay. Dann gehen wir hier raus. So, hier passiert uns nichts. Wir gehen hier ins Gemüse rein. So, hier sieht uns niemand. So, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Ich danke euch natürlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.